Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos, dem Jahresabschluss 2018. Wow, man will es nicht glauben, es ist tatsächlich wieder mal ein Jahr vorbeigegangen und ich habe dieses Jahr tatsächlich noch weitergemacht. Wow! Und wir haben eine Menge Spiele gehabt und vor allen Dingen haben wir eine Serie, die jetzt weitaus über 1500 Folgen existiert. Und zwar Sims 4. Wow, fangen wir mal direkterweise mit Sims 4 an, wenn wir schon mal dabei sind. Sims 4, das Game der Games, die Serie der Serie und dann echt auch so viel. Also man will es kaum glauben, also man sieht es auch am Studio wieder mal. Ich habe wieder in Sims 4 hier alles eingerichtet. Und das richtig Schöne ist dieses Jahr, wir haben wirklich jetzt auch Winter. Wir haben tatsächlich Winter. Wir haben richtig Schnee, wir haben auch ein bisschen Special-Effekte gemacht. Also das werdet ihr in der Aufnahme nachher sehen, Silvesteraufnahme. Und solche Geschichten. Es ist jetzt wirklich richtig atmosphärisch und ich habe das dann auch so gemacht wie die Jahre zuvor, bevor ich dieses DLC hatte. Ich hatte wirklich real-life Jahreszeiten angepasst. Ja? Und ich werde das auch weiter vorbehalten machen jetzt. Das heißt also, wenn jetzt dann irgendwann der Frühling kommt, dann werde ich auch erst dann auf Frühling umschalten. Das heißt also dementsprechend, wir werden natürlich auch dementsprechend so lange Winter haben. Ganz einfach, das ist die Konsequenz daraus. Ja, was ist dieses Jahr in Sims 4 auch noch passiert? Eine Sache, wo man doch etwas ins Denken kommt. Und zwar Maya Müller. Maya Müller ist von uns gegangen, zumindest in der Sims 4 Serie. Da wird sie auf jeden Fall nicht mehr da sein. Vielleicht wird sie dann irgendwann, wenn es mal wieder ein Survival Game gibt, natürlich dort vielleicht wieder mal auftauchen. Aber in Sims 4 halt nicht. Ja, was haben wir noch in Sims 4? Tiere haben wir. Dann haben wir jetzt auch irgendwelche Stars und Sternchen. Da haben wir uns noch nicht so ganz stark mit beschäftigt, weil jetzt ja halt auch der Winter kam, Weihnachten kam. Und das hat natürlich definitiv Vorrang. Also solche Dinge wie Stars und Sternchen, das kann man immer noch nebenbei machen. Das ist jetzt nicht so das Dringendste. Gut, das nächste Spiel, womit wir uns dann auf YouTube, teilweise auch ein bisschen auf Twitch beschäftigt haben, das ist The Isle. Ja, Dinosaurier gehen immer. Und deshalb habe ich auch The Isle dementsprechend weiter fortgesetzt gehabt, ja, mit den kleinen Raptoren und solche Geschichten. Wobei The Isle sich jetzt entwicklungstechnisch so ein bisschen entwickelt hat, naja, so ein bisschen Nebengeschmack. Weshalb ich mich dann auch einem anderen Dinosaurier-Spiel widmete, und zwar Saurien. Da kann man direkterweise wirklich nur Saurier spielen. Da wird es auch keine Menschen geben. Wirklich, das geht wirklich nur um reines Survival. Das ist dann halt aber auch Solo-Spiel. Kann den Vor-, aber auch den Nachteil haben. Muss man gucken, wie sich das halt entwickelt, wie sich das da so weiter vorgeht, welche Möglichkeiten von Saurier man nachher wirklich Endeffekt hat, dort zu spielen. Aktuell ist es halt der Astororaptor. Ganz gut, dass es halt ein Raptor ist. Ihr wisst ja ganz genau, ich spiele immer gerne dann lieber die kleinen Saurier und dazu gehören halt die Raptoren, weil wir müssen es nicht die großen Rexe sein oder so. Ein anderes Spiel, wo wir dann halt eher dann wieder auf Twitch treu geblieben sind, das ist Tropico natürlich. Darauf freue ich mich natürlich jetzt auf nächstes Jahr. Da soll ja der neue Teil kommen. Den werde ich mir natürlich auf jeden Fall holen. Das ist klar. Und ich werde dann auch bestimmt die eine oder andere Stream-Session machen. Es kann aber auch vielleicht passieren, dass Tropico auch vielleicht als Let's Play entstehen könnte. Das müssen wir aber mal gucken, ob es da eine sehr gut ausgearbeitete Kampagne gibt, wo es sich halt auch lohnt, ein Let's Play zu machen. Ansonsten bleiben wir in den ganz normalen Sandbox-Modus und dann sage ich einfach, okay, let's stream on und ihr könnt mit daran teilhaben und solche Geschichten. Müssen wir mal schauen, wie sich das da dort entwickelt. Last Wood. Geiles Spiel. Also es ist so ein kleiner Überraschungstitel gewesen, Last Wood. Das ist ja auch wirklich so eine ganz kleine Mini-Software gewesen und es hat diesen netten Charme einfach gehabt. Da ist es, naja, Mikro-Survival, aber auf die niedliche Art und Weise mit Adam und Eva sozusagen und man ist da auf so einem Flüsschen und muss dann halt so ein paar Bäume da haben, ein bisschen Holz und wartet halt größer und kann dann irgendwie Kinder kriegen. Irgendwie mit den Kindern haben wir es nicht hingekriegt. Aber es hat auch trotzdem Spaß gemacht. Es wirkt halt so ein bisschen wie ein Handyspiel,
Keine Ahnung, ob es das auch als wirklich das Handyspiel nachher rausgekommen ist oder so. Da ich selber auf dem Handy nichts Großartiges spiele, eigentlich gar nichts. Ich hatte mal eine Weile lang Urso gespielt auf dem Handy, aber das ist auch schon eine Ewigkeit her. Gut. Das nächste Spiel, das Open World ballerlastig war, was eher primärerweise dann auf Twitch stattgefunden hat, das war Ghost Recon Wildlands. Das haben wir dann auch zu dritt gespielt mit der Novi und halt auch mit den Putze-Putze. War ganz lustig gewesen, die Rumballerei. Ein bisschen Action, ein bisschen Failen, ein bisschen Sterben dabei, nochmal neu versuchen und solche Geschichten. Ja, halt typischer Open-World-Ballerspiel. Gut, das nächste, was wir hatten als Ballerspiel, was ich jetzt gar nicht auf der Liste habe, ehrlicherweise, das ist, wie hieß denn das nochmal? Nicht das andere, Destiny, genau, Destiny, genau. Destiny. Wow, das fällt mir gerade, ehrlicherweise, nochmal so ein. Destiny, wie konnte ich eigentlich Destiny vergessen? Da habe ich da auch einige Stunden reingeballert, sprichwörtlich. Da hatte ich sogar das große Paket geholt gehabt mit allen möglichen DLCs und sonstiges, auch Premium-Pass und. Wie sich das halt alles schimpft, kennt man ja heutzutage. Gibt ja keine fertigen Spiele mehr, wird ja mal nicht nur hinterhergejagt. Da war ja auch ganz lustig gewesen. Vor allen Dingen mal auf ein Spiel zu treffen als PC-Spieler, was ja normalerweise vorher eher so den Konsolenspieler vorbehalten war. War dann mal wirklich sehr interessant, Lerneffekt mal zu sehen. Ja, was spielen eigentlich die Konsolenspieler? Womit geben die sich dann halt ab? Worunter leiden die dann die Spiele? Welche Möglichkeiten hat man da? Und ich muss sagen, dass dieses Destiny doch eine ja, recht freundliche Überraschung war. Ne? Dann haben wir ein Projekt aufgenommen, was etwas auf Halte lag, auf Pause lag, weil es da keinen großen Inhalt gab. Und zwar Astroneer. Niedliches Lego-Weltraum-Erkundungsspiel. Um das mal so zum Schreiben. Man hat halt eben die Möglichkeiten, verschiedene Planeten zu kennenzulernen, dort ein bisschen Flora-Fauna, hier und da Ressourcen abzubuddeln, Forschung zu betreiben und dann mittels Plug and Play, so wie bei Lego-Stecksystemen, halt eben seine Raumschiffe zusammenzuklicken, seine Basis zusammenzusetzen aus verschiedenen Modulen, ist sehr niedlich gemacht. Und der absolute Reiz ist halt dieses Sandeffekt, dieses Terraforming. Man kann da eben so die ganze Landschaft auseinandernehmen, zusammensetzen und daraus sogar verschiedene Dinge modellieren. Also es ist ganz lustig gemacht. Dann haben wir ein Projekt angefasst, das nennt sich Fallout 4. Da haben wir dann einfach nochmal zwischendurch ein bisschen was rumgebaut, hier und da nette Gegenden gemacht. So war das Spiel im Prinzip schon durch. Das Lustige ist aber, obwohl das als Let's Play schon lange durch war und auch man trotzdem alles entdeckt hatte, haben wir dann doch im Livestream sogar noch lustige, interessante Sachen entdeckt. Das war schon irgendwo eine Überraschung. Dann The Division. Ja. The Division, ich habe es wirklich tatsächlich dann mal angefasst. Ich habe es spendiert bekommen. Ja, war doch überraschend ganz gut der Titel. Hab mir schon fast überlegt, ich hätte es eigentlich auch damals schon spielen können, so rein theoretischerweise. Aber ich habe ja damals gesagt, ich hole ich mir nicht, muss nicht sein, wenn es mal 10er kostet, mit allen DLCs und pipapo. Und war ja nie passiert. Und dann habe ich es halt spendiert bekommen und gesagt, ja, spiel das mal mit mir, das ist ganz geil, das Spiel. Und dann haben wir es dann halt auch zu dritt gespielt und sind da durch die Gegenden gesprungen und ja, New York halt im Dauerwinter mit irgendwelchen Viren, der da mal ausgebrochen ist. Ist ja auch ein sehr beliebtes Szenario, sowas. Ja, entweder sind es irgendwelche Zombies, sind irgendwelche Viren oder irgendwann mal der Atomkrieg. Ja, und da sind es halt die Viren gewesen, die auf Geldscheinen hin und her transportiert wurden während des Weihnachtsgeschäfts. Passt ja auch jetzt zur Jahreszeit sogar. Ja, kann man sehen, wie man will. Deshalb, liebe Leute, egal was ihr macht, wascht euch die Hände. Ja, Hände waschen schützt vor Infektionen. Und das sogar noch nicht mal witzigerweise, sondern das ist sogar realistischerweise. Dann ein Titel, wo ich dann mal wirklich eine Kooperation eingegangen bin mit einem Hersteller. Und zwar ein Titel, wo ich dachte, let it try. Und zwar X-Arc. Dazu muss ich sagen, das war Sponsored Gaming. Das heißt, ich habe dann auch, habe ich auch, glaube ich, angesagt. Ja, habe ich auch angesagt.
dass ich dann halt den Key halt für Streaming gesupportet bekommen habe. Ansonsten lief da nichts weiter. Und dann haben wir doch sogar mehr als nur eine Vorstellung so gemacht. Das Ding hat nämlich irgendwie irgendwo Spaß gemacht. Pix Ark ist halt so eine Mischung zwischen Ark Survival und halt Minecraft. So kann man das grob umschlechten. Hat auch teilweise ein bisschen Minecraft-Physik gehabt, nicht überall, hier und da ein bisschen halt schon. Und bei der Gelegenheit, weil es halt Ark Survival war und halt Survival-Spiele sowieso, habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal einfach mal nochmal eine Maya Müller. Dann ein Spiel, das ein bisschen in die Philosophie geht, ein bisschen mit Wissenschaft und vor allen Dingen eine Menge mit Nachdenken. Everything. Ein Spiel, in dem man alles und alles ist. Und eigentlich auch alles. Ob das jetzt nun der kleinste Subatom ist, ob das eine Kaffeetasse ist, ein Weihnachtsbaum oder ein Auto oder ein Haus oder ein Kavalier. Nee, nicht Kavalier, ein Klavier. Das war was anderes. Das eine war ja, wenn man sich so benimmt und so weiter. Das andere ist ein Musikinstrument. Ja, mal so für die RTL-Zuschauer. Ja, und das hat halt einen sehr philosophischen Ansatz gehabt und auch einen sehr künstlerischen Ansatz. Ich habe das Ding in einem Stream abends, nachts durchgespielt. Ich war nachher wirklich Knülle. Und wenn ihr mal euch mal geben wollt, wenn ich mal Knülle bin, immer wortkarger werde und kaum noch was rauskriege, müsst ihr euch echt mal die Aufnahme noch angucken. Es ist echt, ja, aber ich habe es auch mal die Tage noch mal angeguckt. Da ich dachte, ach du grüne Neune, da war ich ja sonst schon wo, aber ich war nicht mehr bei der Sache. So, dann hatte ich ein Spiel gespielt, wo die vielen Leute immer sagen, das ist unheimlich schwer. Das ist so richtig verdammt schwer. Das ist die Hölle schwer. Das ist sowas von schwer. Man will es nicht glauben, wie schwer es ist. Dark Souls 3. Mit allen DLCs. Habe ich auch gespielt. Ich habe es nicht komplett im Stream gespielt, weil ich es einfach für mich gespielt hatte, primärerweise. Und ja. Der Einstieg fand ich irgendwo schwer, aber wenn man mit der Steuerung immer klarkommt, also immer besser klarkommt, und dazu muss man folgendermaßen sagen, ich bin ja als PC-Spieler nicht der Controller-Spieler. Ich hatte eher Probleme gehabt mit dem Controller am Anfang, als mit dem Spiel an sich selbst. Also ich habe eher mit dem Controller gekämpft, als mit den Gegnern, die dort da sind. Als ich dann irgendwann so mal das Handling eingefuchst hatte mit der Controller-Steuerung, dann hat es auch endlich geklappt mit dem Spiel und dann ging das relativ locker durch. Und ich habe sogar mittlerweile New Game Plus und solche Geschichten und versuche hier und manche Passagen sogar auf Speedrunner-Manier. Also es ist ganz interessant, da, wenn man da einmal so drin ist, dass man da auch immer weiter fummelt. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das hatte ich mal gespielt, als es noch nicht bei Steam draußen war. Und zwar Raft. Raft war ja damals so ein Spiel gewesen, das während so eines Programmiermarathons rausgekommen war. Und es hat doch gewisse Dinge hinter sich gezogen, weshalb dann halt die Programmierer dachten, ja, okay, wir bringen das mal als etwas mehr raus, als nur so eine Tech-Demo. Und das haben sie ja mittlerweile immer weiter erweitert und immer weiter erweitert. Und dann habe ich das dann halt wirklich, als es dann rauskam, frisch auf Steam, habe ich gesagt, okay, das Ding gebe ich mir. Und da haben ja dann auch noch mehrere Leute mitgespielt. Da waren mal der Luzi mit dabei, Hutzi, weiß ich gar nicht, war der Hutzi dabei, Novi. Dann waren noch ein paar nette Mädel dabei und so weiter. Und wir haben da sogar das Ende gefunden. Und dann hatten auch einige Streamer mich angefunden, fragt und so, hä? Bei Raft gibt es ein Ende? Ja, ich sag natürlich, da gibt es ein Ende. Musst du noch mal gucken. Ne? So, dann gibt es einen Titel, den habe ich persönlich dieses Jahr richtig gefeiert. Also, es gab für mich dieses Jahr nicht wirklich so viele Spiele, wo ich sagte: Wow, die blaster mich weg. Da bleibe ich stundenlang dran sitzen, egal wie die Software halt ist oder wie gut oder schlecht. Aber es gab einen Titel, wo ich gesagt habe: Wow. Und zwar House Flipper.
Ihr werdet so, mit der Hand an den Kopf klatschen und denkt so, ausgerechnet, dieser Titel ist bei dir Titel des Jahres 2018. Ja, in seiner Einfachheit und eigentlich, man macht ja halt immer nur Häuser renovieren und verkauft die dann. Aber gerade in dieser Simplifizierung des Gameplays, aber doch der trotz unschier endlos Möglichkeiten, sich selber ein Haus einzurichten und dementsprechend zu designen und so weiter. Gerade das hat's gemacht, den Reiz ausgemacht. Und ich habe House Flipper gefeiert. Und jetzt nächstes Jahr kommt noch das Garden DLC raus und solche Geschichten. Das heißt also, House Flipper wird mir auch definitiv nächstes Jahr, so wie halt Sims auch, nächstes Jahr begleiten. Und das ist einfach so. Egal, ob es ihnen eingefällt oder nicht, aber ich bleib da dran. Gut, der nächste Titel. Ich wollte dieses Jahr, das ist eigentlich auch so ein bisschen witzig an der Geschichte, ich wollte dieses Jahr eigentlich kein so viel Weltraum machen. Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt jetzt muss ich kurz mal überlegen, was habe ich gespielt mit Weltraum? Na, jetzt komme ich nicht drauf. Astroneer, genau. Ich habe Astroneer gespielt gehabt und habe gesagt, es müsste eigentlich dieses Jahr mit Weltraum reichen. Ich wollte dieses Jahr nicht so viel Weltraum machen. Dann ist aber ein Spiel gekommen, also was schon ein bisschen länger in der Mache ist, aber es ist ein Spiel mir sozusagen entgegengekommen, was ich halt schon ein bisschen länger beobachtet habe. Und das hat es geschafft, dieses Jahr etwas in Gänsefüßchen spielbarer zu werden. Und zwar Star Citizen. Star Citizen ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, okay, jetzt ist es in der Phase gekommen, wo man das halt auch anfassen kann. Und es ist wirklich nice, was ich gesehen habe. Die ganzen Möglichkeiten. Und ich wurde dann auch ziemlich schnell als Miner verrufen dort. Weil jeder, der wusste, okay, ich bin ein bisschen Mining verrückt. Und wenn ich dann irgendwann mal das Spiel live habe, also wenn es draußen ist, richtig, dann wird es bei mir natürlich sehr viel Mining-Inhalte geben. Das wissen doch mittlerweile so viele aus der Community da, die sich sehr viel mit Star Citizen beschäftigen. Ich werde euch mal Spaß haben. Ich werde mal gucken, ob ich unten den Reflink reinsetze. Dann könnt ihr euch ja da, wenn ihr wollt, auch mal, wenn ihr Neugierig seid, anmelden. Gebt dann auch 5000 Alpha UC. Nur bei Interesse. So, dann ein Titel, der auch in die Fortsetzung ging, den ich unheimlich gerne gespielt hat. Aber da ja House Flipper bei mir Platz 1 ist, nur Platz 2 bekommt. Hätte House Flipper nicht dieses Jahr rausgekommen, also ich wäre auch nicht darüber gestolpert. Dann wäre ein anderer Titel Platz 1 gewesen, der jetzt halt Platz 2 ist. Und zwar Platz 2 ist bei mir der Bus-Simulator 18. Und der Bus-Simulator 18 ist auch ein bisschen daran schuld, dass ich mir viel an neuer Eingabehardware geholt habe. So habe ich mir halt unter anderem auch ein Lenkrad geholt, was ich vorher für Nonsens hielt. Und ich habe mir den sogenannten ED-Tracker geholt. Das heißt also, wenn man dann halt seinen Kopf bewegt, hier so, dass man halt im Spiel auch so nach rechts und links gucken kann, ne? Oder nach oben und nach unten. Oder halt auch so ein bisschen drehen. Solche Bewegungen. Das macht halt der ED-Tracker alles mit. Und jetzt wird der eine oder andere fragen, machst du das hier gerade mit ED-Tracker? Nein, ich mache das wieder mit einer geliehenen Kamera, die eine ganz miese Auflösung hat. Ein katastrophales Bildrauschen. Aber für FaceRig reicht das, ja. Das ist halt das so. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich ein Spiel ausgelassen habe oder nicht. Also, Sims 4 habe ich gehabt, The Isle, Saurian, Last Woods, Tropico, Ghost Recon Wildlands, Astroneer, Fallout 4, The Division, PixARK, Everything, Dark Souls 3, Raft, House Flipper, Star Citizen, Bus Simulator 18. Weg den Zettel. Wow. Das waren die Spiele 2018 gewesen. 2018 hatte ich mir eigentlich wesentlich mehr vorgestellt unter Spielen. Ich hatte ja bei Steam eine Wunschliste geschrieben, die ellenlang war. Es sollte einiges an 2018 rauskommen, was dann alles gnadenlos entweder aufs nächste Jahr verschoben wurde oder halt auch so weit verschoben, dass da noch nicht mal ein Datum steht. Lassen wir einfach mal so hängen, wie es ist. Wenn das alles anders gekommen wäre, wie gesagt, hätte ich eigentlich auch eine wesentlich dichtere ja, Abfolge gehabt. Also eine Upload-Folge gehabt.
Ich wäre auch wesentlich öfters bei Twitch, glaube ich, online gewesen, aber so war dieses Jahr für mich persönlich ziemlich mager. Und zwar wirklich ziemlich mager. Und dann gab es dieses Jahr auch einige derbe Enttäuschungen für mich, worauf ich jetzt nicht weiter einsteigen werde, weil sonst steigere ich mich da wieder rein und könnte nur noch rumfluchen. Möchte ich jetzt aber nicht unbedingt ein Jahresabschlussvideo machen. Das können wir irgendwann, wenn ihr mal Interesse habt, entweder im Chat oder in den Kommentaren oder direkterweise bei Twitch behandeln oder sowas. Ja. Dann kommen wir mal ein bisschen zu der nächsten Kategorie, was mittlerweile auch so ein bisschen ja, Tradition geworden ist. Wunschspiele fürs nächste Jahr. Tropico 5, Tropico 6 natürlich, nicht 5. Ja, Tropico 6 auf jeden Fall. Dann war da so ein anderes Adventure-Spiel, dessen Titel mir gerade wieder mal nicht einfällt. Und Max und Maya. Ah, Max und Maya, muss ich haben. Ob es das nächstes Jahr rauskommt, ich bezweifle es einfach mal. Und zwar, ich bezweifle es wirklich hart. Also richtig hart. Also, das sollte ja, wie gesagt, dieses Jahr längst schon rauskommen seit März. Und naja, ist nicht rausgekommen. So, das war Wunschspiele. Mal sehen, was nächstes Jahr noch als Überraschungstitel kommt. Ich bin mittlerweile vorsichtiger geworden mit Wunschspiele. Letztes Jahr habe ich so eine ellenlange Liste gehabt und jetzt habe ich gesagt, okay, reduziere ich mal die Wunschspiele ein bisschen weiter runter. Ist die Enttäuschung niedriger und ich gucke einfach Monat für Monat, was ist rausgekommen, was ist eventuell was für mich, was ist eventuell nichts für mich. Und entscheide halt auf dieser Grundlage einfach irgendwo ein bisschen spontaner. Also, ich mache da keinen großen Plan mehr. Also, es macht auch wirklich keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn man mal so schaut, die letzte Zeit, wie viel Beta-Software rausgekommen ist. Es waren die letzten Jahre ja teilweise schon unmöglich. Also, man hat gedacht, okay, es kommt das als Beta-Spiel, wartet mal einen Monat, kommt das als Spieler, kommt wieder als Beta raus. Also, auch der AAA-Titelhersteller, ja, wo man dann so denkt, warum, ja? Und da muss man erstmal wieder 2, 3 Monate warten, bis die Software nutzbar ist und so weiter und so fort und denkt sich, muss nicht sein. Das ist jetzt auch so wie mit dem neuen Fallout. Habe ich auch geschenkt bekommen und solche Geschichten halt, ja? Und dann muss man sagen, muss doch alles nicht sein, ja? Aber naja. Das sind halt so Geschichten halt. Muss man irgendwo durch. Ja. Oh Gott. Kurz mal Luft holen. Bevor man wieder zum nächsten Thema kommt. Ja. Oh Gott. So. Ja, dann kommen wir mal dahin. Wo soll das nächstes Jahr hingehen? Also nächstes Jahr auf alle Fälle Sims 4. Auf alle Fälle House Flipper. Auf alle Fälle auch Star Citizen weiter. Und auf alle Fälle Tropico. Ja, vielleicht werde ich dann auch mir noch das Dark Souls 1 Remastered gönnen. Dark Souls 2 werde ich wohl nicht anfassen, weil es kommt generell auch bei der eingefleischten Dark Souls Community nicht wirklich gut an. Und ich weiß nicht, ob ich es mir unbedingt dann antun sollte. Ja. Der eine andere hat mitbekommen, dass ich hin und wieder jetzt auch Spieleberichte schreibe. Und zwar bei XT Gamer ist ein, ja, kann man Online-Magazin sagen? Kann man, glaube ich, sagen, ja, Online-Magazin. Ich werde es euch unten mal verlinken. Ich werde es euch mal unten verlinken. Wird der arme Junge jetzt überrascht sein, dass dann auf einmal so viele Leseraufrufe kommen? Da muss er durch. Ja, also wie gesagt, hin und wieder schreibe ich auch Spieleberichte, aber primärerweise so Spiele, die auch ein bisschen mich interessieren, wo ich jetzt sage, zum Beispiel ein Fußballspiel werde ich nicht testen. Also wenn jetzt so ein Titel kommt, dann sagt er, dann sage ich auch dann, nee, das ist jetzt nicht so, was ich testen würde, weil ich könnte sowas nicht ernsthaft testen. Ne? Weil es würde bei mir eine äußerst schlechte Wertung kriegen, wenn ich dann sage, ja, da laufen jetzt ein paar Mannequins unten lang und die streiten sich um den Ball. Dabei verdienen die so viel Geld, die können sich 2 Bälle holen. Versteht aber, ich meine, ja. Okay. Ja, also das wird auch in den nächsten Jahren so weiterlaufen. Und jo, was ist dieses Jahr bei mir persönlich passiert? Ich hatte ein etwas
markanten Umbruch in meinem Leben. Der eine oder andere hat es schon bei Twitch mitbekommen, der andere so aus dem einen oder anderen Video, wo ich das halt erwähnt hatte. Ja, der gute Exos ist nicht mehr in der psychosozialen Betreuung. Die Zeit ist hinter mir, liegt aber nicht daran, dass es ein ziemlich schlimmer Beruf war. Nee, der Beruf an sich selber ist ein sehr schöner Beruf, ist ein sehr erfüllender Beruf. Aber man kommt im Leben für sich selber nicht selber weiter. Also zumindest in dem Betrieb, wo ich halt war. Und man läuft auf der Strecke und ich sag's einfach mal so, wie es ist. Man kennt's aus den Medien. Man kennt's aus den Medien. Ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues. Aber ich bring's mal wirklich auf den Punkt. Es ist völlig egal, so war ich jetzt hier euch das Video präsentiere, es ist völlig egal, ob man Hartz-IV-Empfänger ist oder ob man jeden Morgen aufsteht oder im Schicht aufsteht, am Wochenende aufsteht, feiertags aufsteht und von Hacke bis Nacke arbeitet. Und das ist eine wirklich sehr belastende Arbeit übrigens. Körperlich belastend, psychologisch belastend und so weiter. Und kommt nicht mit wirklich mehr Geld raus, als wäre man Hartz-IV-Empfänger. Und ob das jetzt in der psychosozialen Betreuung so ist, ob das in der Pflege so ist, man kommt wirklich nur auf ein ganz, ganz niedrigen Niveau. Und das bei diesem Arbeitspensum, was man zutage legt. Ja? Und wenn man dann halt auch über Jahre hinweg nicht vorankommt, obwohl man immer wieder der Obrigkeit sagt, ja, ich möchte gerne diese und jede Schulung haben und solche Geschichten. Und dann halt mitbekommt, dass man, ich glaube, ich reg mich jetzt wieder auf. Also ich muss wieder kurz runterkommen. Das ist ein Thema, was mich immer noch mitnimmt, obwohl es jetzt schon mittlerweile 3 Monate her ist. So, und jetzt bin ich immer noch im Gesundheitssystem, aber an einer anderen Stelle. Und zwar arbeite ich jetzt in einem Sanitätsfachgeschäft. Also bei mir kriegt man solche Dinge wie Bandagen oder Kompressionsstrümpfe oder Handkrafttrainer oder Sitzringe oder. Was man halt so kennt. Und in den 3 Monaten, wo ich jetzt da bin, habe ich so viel Positives für mich selbst erfahren. Ja? Und das jetzt nicht immer nur das Finanzielle, was mir ist, sondern auch die Anerkennung, die man auch von dem Umfeld dort hat, ob das jetzt die Kollegen sind oder Kolleginnen sind, aber auch von der Chefetage und solche Dinge und die ganze Atmosphäre in der Firma, das ist eine ganz andere Welt. Also, und jetzt hatten wir auch zum Beispiel eine Jahresfeier, so Betriebstreffen, bla, und dann gab es ein bisschen Weihnachtsfeier. Und die war richtig familiär. Das war nicht einfach so ein strunzes Besäufnis, jeder säuft sich mal schnell weg, kostet ja nur Firmenkosten oder sonstiges. Nee, das war richtig angenehm. Man konnte sich mit den Leuten unterhalten. Einfach mal unterhalten. Ja, so. Das ist der Wahnsinn. Das will ich jetzt immer noch nicht verstehen, weil das hat man 9 Jahre nicht gehabt und auf einmal kommt man da in ein ganz anderes Universum sozusagen rein und solche Geschichten. Ne? Das ist schon immer noch überwältigend, wenn ich da mal so vergleiche, was ich die letzten 9 Jahre gemacht habe und jetzt innerhalb von 3 Monaten, ja, die ganzen Schulungen, die ich gemacht habe, dann auch Schulu andersorts, eine ganze Woche lang, da war ich dann mal in Dortmund, ich war in Zeunroda. Da kann ich nichts zu sagen mehr, also das ist der Wahnsinn. Ne? Ja, und dann hat man auch eine Chefin, die anpackt, ja, das heißt, die kommt da nicht so einfach vorbei, sagt und sagt, ja, das muss ja klappen, sie werden dafür bezahlt, das muss funktionieren. Nee, die fässt mit an, die macht was. Also, solche Dinge halt, ja, und das ist schon Hammer. Und wenn man daran denkt, was ich jetzt in 3 Monaten da alles erlebt habe und wenn ich daran denke, diese 9 Jahre vorher, dann ist das im Prinzip nochmal so ein richtiger Tritt ins Gesicht, ja. Für die ganze Branche ist das ein Tritt ins Gesicht, ja. Wenn man die ganzen Leute in Deutschland sieht, die Pflege machen, Pflege am Menschen, das ist eine unheimlich wichtige Aufgabe. Und wenn man daran denkt, ja, was die Politik dafür gesorgt hat, gar nichts. Lauf doch mal draußen rum und sag mal einfach, du arbeitest im Seniorenheim und kümmerst dich um alte Menschen, du bist der Pfleger. Dann werden die Leute dich mit einem müden Lächeln angucken.
Das ist aber eine schwere Aufgabe. Da verdienst du doch nichts. Wieso machst du das? Ja. Oder wenn die Leute manchmal fragen, wenn sie nicht so ganz informiert sein, was verdienst du so im Seniorenheim? Ja, jetzt muss ich so ein bisschen grinsen. Was verdienst du im Seniorenheim? Dann sage ich immer, also habe ich immer gesagt, naja, ich verdiene exakt das, genau das, was alte, kranke Menschen der Gesellschaft, in der wir leben, wert sind. Und dann gucken die einen an, wie vom Auto überfahren, schlucken dann mal, atmen ganz tief durch und seufzen. Ja. Das ist doch echt hart, ja? Man muss mal überlegen, man lebt das ganze Leben, man geht arbeiten, man verdient Geld, steuert, zahlt Steuern ohne Ende und oder hat auch damals Deutschland wieder aufgebaut, die Nachkriegsjahre, ne? War da alles zerbombt. Ne? Die ganzen Trümmerfrauen jetzt zum Beispiel als Beispiel. Ne? Ja? War keine einfache Zeit. Ne? Die sind die einfach mal zum Kaufladen geholt und haben sie alle geholt. Nee, gab's ja nicht. Ne? Dann gab's da zum Beispiel auch die ganze Besetzung. Ne? Hier Berlin war besetzt. Ne? Da musste alles eingeflogen werden. War ja die Blockade damals und solche Geschichten alles. Ne? Oder Nachkriegsjahre, als es hier so richtig kalt war, da musste zum Beispiel der Tiergarten abgeholzt werden. Die Leute haben sich den Arsch abgefroren. Die haben sich regelrecht Gliedmassen abgefroren. Das ist kein Witz. Ja? Solche Geschichten hier. Die haben gezahlt und gezahlt und gearbeitet ohne Ende. Da kenne ich so einige Fälle, die habe ich echt noch im Kopf. Wenn die dann so einen erzählen, was die alles im Leben gemacht haben und wie die gearbeitet haben und ja, also wo die alles da drinne waren und solche Geschichten, ja. Und ja. Und wenn man daran denkt, wie man dann seine Zeit verbringt, unter welchen Bedingungen? Ja, das ist schon hart. Und da sehe ich in Zukunft, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht wirklich helle. Wenn ich einen demografischen Wandel sehe, immer mehr Personal wird benötigt, immer weniger Personal ist da, es will keiner machen. Ja, und dann kommen solche lustigen Diskussionen auf, wie Pflegeroboter oder solche Schoten. Ja, das ist schon echt übel. Oder wenn es halt darum geht, Menschen biografisch zu betreuen. Das kann man, also man kann wirklich nur jemanden biografisch betreuen, wenn man erstmal das Wissen hat von der Zeit, wo derjenige gelebt hat. Das eigene kulturelle Verständnis dafür hat. Und dann auch noch die Sprache spricht. Ja. Und dann, wenn man durch den Zwang des Personalmangels halt Wege gehen muss, Personal einzustellen, was diese drei Dinge nicht erfüllen kann, ja, dann ist natürlich auch dort schon schwierig wieder. Ne? Da habe ich auch einige Geschichten erlebt, also die zwar auf den ersten Blick vielleicht komisch wirken, aber wenn man darüber nachdenkt, ein nachdenklich drin. Ja. Wow, so, Mensch, so. Ja, also das war wie gesagt die knallharte Erlebnisreise meines Lebens im letzten Viertel dieses Jahres. Ja. Ich da halt auch gedanklich nochmal einiges durchgemacht habe und mal Revue passiert habe. Wie gesagt, der Beruf selber ist schön. Sehr schön. Menschen helfen kann. Aber die Umstände, die einen hier serviert werden in Deutschland, die sind nicht schön. Und da muss die Regierung definitiv was machen, weil sonst werden wir das Problem nie sauber lösen können. Und das als gesamte Gesellschaft. Jeder von uns muss sich selbst darüber im Klaren sein, was sind alte Menschen einen wert? Oder auch kranke Menschen. Es werden ja nicht nur alte Menschen gepflegt, sondern auch kranke Menschen. Ja, so, das war dieses Jahr doch ein ganz schön schweres Thema. Ich hoffe, ich habe es euch nicht so sehr zu verhagelt mit Weihnachten.
Aber ich denke, auch solche Themen sind irgendwo schon mal wichtig. Ja? Ja, auch wenn sie sehr schwer sind. Kommen wir doch zu etwas erfreulichen Themen, und zwar zu Weihnachten selber. Ich hoffe, ihr habt dieses Jahr ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt, sag mal, nachhaltige und sinnvolle Geschenke. Es gibt ja mittlerweile alle möglichen Arten von Geschenken. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mich auf viele kleine Dinge freue. Ob das jetzt mal eine schöne Karte ist, vielleicht eine Tafel Schokolade dazu. Weil ich sag mal so, viele Dinge kauft man sich sowieso und das ja. Und dafür gibt es auch andere Tage. Für mich ist mir Weihnachten mittlerweile an Bedeutung so rangekommen, dass ich sage, für mich ist es unheimlich wertvoll, wenn ich zum Beispiel Weihnachten meine besseren Hälfte verbringen kann. Einfach so in Ruhe, ohne Stress, einfach genießen. Man macht sich Schönes was zum Essen, sitzt dann abends eine Kerze, den Weihnachtsbaum an, trinkt einen Tee. Wenn es natürlich noch draußen schneien würde, Hashtag 10% aktuell Schanze. Sieht nicht so gut aus, aber man kann sich die zumindest vorstellen. Ansonsten schmeiße ich Sims vor und dann habe ich Schnee genug. Aber ihr wisst, was ich meine. Mal diese Besinnung auf diese kleineren Dinge. Diesen ganzen Stress entfliehen. Viele machen sich so unheimlich viel Stress zu Weihnachten. Ne? Da müssen noch die Geschenke geholt werden. Da muss der Braten stimmen. Die Schwiegermutter muss glücklich gestimmt sein. Die Oma muss glücklich sein. Ach, die Oma verträgt sich gar nicht mit der Schwiegermutter. So nicht. Ach ja, da war ja letztes Jahr ein Zoff. Und solche Geschichten, ja. Irgendwie alle versuchen, unter ein Dach zu bringen. Und deshalb einfach mal der gedankliche Anreiz von mir dieses Jahr. Versucht mal, Weihnachten minimalistisch zu machen. Sucht euch ein, zwei wirklich wichtige Dinge aus, die für euch persönlich eine Erfüllung sind. Da muss es nichts Teures sein. Das kann vielleicht für den einen der Tee sein. Der andere sagt, ja, für mich ist es unbedingt das Sauerkraut, das dabei sein muss, oder der Rotkohl. Der eine mag Tannennadelduft. Oder. Oder einer mag einfach ein bestimmtes Lied hören. Oder einfach mal mit jemand Nettes zusammen sein. Und einfach mal ein nettes Gespräch haben. Ja? Einfach sowas. Weil wir leben in einer Welt und diese Welt entwickelt sich immer weiter und diese Welt wird immer rasanter, immer unruhiger. Und von jeder Seite, überall wo, kommt immer was auf einen zugerauscht. Gnadenlos. Und wir Menschen sind eigentlich dafür nicht geschaffen. Wir leben aktuell in einer Welt, die für uns Menschen ziemlich ungesund ist, weil sie zu schnell geworden ist. Information, Rasen mit Geschwindigkeiten um den Globus. Ja? Dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind etwas, sag ich mal, gemütlichere Tiere. Zum Beispiel, wenn man selber ein Haustier hat, dann sieht man ja selber, zum Beispiel ich als Katzenvater sozusagen seit ein paar Jahren, wenn ich dann halt mit Jenny auf dem Sofa sitze und mich so ein bisschen runterlege, dass sie sich so ein bisschen unter mir kuscheln kann, da kommt man richtig zur Ruhe und merkt dann, wie gut einem diese Ruhe tut. Als Nichttierbesitzer muss man das einfach mal mit so einem Stofftier ausprobieren. Kuschelt man sich einfach mal ran, vielleicht ein bisschen so unter Decke, ganz gemütlich, schlürft zwischendurch mal ein bisschen Tee und versucht einfach mal ein bisschen Ruhe zu genießen. Deshalb wirklich ruhige Weihnachten für alle. Ja, dann kommen wir dann auch schon langsam zum Jahresabschluss. Und was wünsche ich immer meistens so zum Jahresende? Ein gesundes neues Jahr, ein glückliches neues Jahr und möge der eine und der andere Wunsch in Erfüllung gehen, aber nicht alle, weil, ihr wisst es, ja? Genau, damit es immer noch einen Grund hat, weiterzuleben und deinen Wünschen hinterherzureisen.
dem Sinne, ein gesundes neues Jahr 2019 und schöne Weihnachten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Jahr.